ich aus. Ich baue in der Nummer 3. Sollen die auch schon aus oder geht schon das? Das ist die Ader hier, komm mal heran. Wir haben zudem Gäste gerade hier. Jetzt gehen wir mal auf meinen Ernährungsplan ein, der sich ab der kommenden Woche im Übrigen endet. Schaut mal, die basteln gerade ein eigenes Brötchen. Training. Also keine Rest Days mehr, sondern jetzt Cardio. Meine Freunde, ja, dann sind wir wieder zu einer neuen Ausgabe von Jack aus Ibau in der Nummer 3. Wir befinden uns auch in der dritten Woche nach wie vor und zwar haben wir heute Donnerstag, ja, also 2,5 Wochen der Diät sind rum. Heute ist Jake aus Fibo 2 erschienen und passend dazu müssen wir natürlich ein neues Material suchen und passend dazu kommen wir zu meinem stärksten Schwachpunkt, den es eigentlich gibt. Was könnte das sein? Dein Charakter. Das auch. Dafür bekommt gleich erstmal seinen kleinen Wachsen, nachdem wir das Video aufgenommen haben. Das Problem. Wir haben Stefan hier, mit dem ich eben eine schöne Rückensession aufs Parkett gelegt habe. Training ist es nicht, es ist vielmehr das Posen. Und das eine führt zum anderen. Beherrscht man das Posing, hat man eine ganz andere Muscle-Mind-Connection als eben die, die es nicht beherrschen. Ja? Also das ist so ein krasser Schwachpunkt bei mir. Und ich habe hier Experten mit Murat Demir und mit Stefan Riemschneider, die beide mehr als genug Bühnenambitionen hatten, haben, nach wie vor haben und natürlich auch entsprechend die Erfahrung. Posing Gott sei vergessen. Ja, Zeichen weiß genau. Das soll man gerne posen. Das ist hier so. Wird auch der Poser genannt. Genau. Zeichen Lieblingspause ist die erstmal. Erstmal hochziehen. Genau. Und dann. Das war so und die gedrehte Adipose, ein bisschen abgewandelt. So ein bisschen auf Gate. Ja, ja, genau. Das genau. Die. Und wir wollen ein bisschen in die alte Schiene rein, sprich, ich muss erstmal das Grundposing lernen. Und die es beherrschen, wissen sicherlich, wie hart anstrengend das ist. Für die, die es nicht gemacht haben, noch nie, vielleicht vorm Spiegel so ein bisschen, macht das mal ein halbes Stündchen. Dann wird dem helfen, dass so ein Workout gar nicht das Harte an den ganzen Training ist, sondern eben dieses Posen. Und man darf auch nicht vergessen, dass man damit wirklich vor dem Wettkampf frühzeitig beginnen soll. A, um Erfahrung zu sammeln und B, um das letzte Quäntchen Wasser aus den Muskeln unter der Haut zu quetschen. Also es ist wirklich ein größerer Aspekt, als viele vor Augen haben. Ich habe es auch, wie gesagt, über Jahrzehnte hinweg komplett schleifen lassen, zu Beginn, weil ich es einfach tierisch albern fand und heute, weil ich es nicht beherrsche. Aber, ja, aus Fehlern lernt man und demnach packen wir uns jetzt mal auf und machen so ein paar Grundpausen. Und ihr werdet merken im Laufe der Zeit, also heute werde ich vermutlich aussehen wie der letzte Lappen, aber in 8 Wochen sieht das Spielchen hoffentlich anders aus. Ich werde mir natürlich Mühe geben bei, das Ganze nicht nur ja, kurzweilig für den heutigen Tag zu erlernen, sondern vielmehr darauf aufzubauen. Ne? Zu Hause mal vor den Spiegel, wie war das noch gleich? Und dann versuchen wir das Ganze so weit zu implementieren, dass man eine gewisse Erfahrung hat. Und die Erfahrung wiederum, leitet sich auch so auf Selbstbewusstsein, ne? Also wenn du wirklich weißt und gekonnt dich in Szene zu setzen, ich weiß nicht. Und du machst dich größer. Ja, genau. Jetzt momentan machst du dich ein bisschen kleiner, als du bist. Ja, und deswegen sehe ich, genau, deswegen sehe ich vermutlich auf Bildern und in Videos auch kleiner aus, als ich letztlich in Real rüberkomme. Das ist alles eine Illusion. Das ist aber schon einmal Schwarzenegger groß machen. Ja. Nicht klein. Wir machen dich jetzt mal größer, als du bist. Schauen wir mal. Machen wir uns mal frei. Und ich kann mich noch erinnern, beim vorigen Jilgos Fibo im vorigen Jahr, wenn wir Nahaufnahmen haben, ne, werdet ihr vermutlich, geh mal ran, zeig, diese kleinen Punkte sehen. Viele sagen, Alter, was hast du denn für Poren? Alter, das sind Härchen, das sind kleine Stoppelchen. Das sind die Stellen, wo das HGH reinkommt. So. Sollen die auch schon aus oder geht das? Ist die Ader hier, komm mal heran, geh mal nach hinten wieder. Ja. Das ist schon relativ lean, dafür, dass du noch 6,5 Wochen Zeit hast. Ja. Im letzten Jahr sah es ein bisschen anders aus. Da warst du nicht ganz so weit. Bei weniger Gewicht. Ne? Bei weniger Gewicht, ja. Also ich erhoffe mir hoffen. Ich erhoffe mir auch. Einzige Pause, die ich mittlerweile auch durch dich mehr oder minder beherrsche, wo du mir immer noch wieder den Tipp gibst, gehe nicht auf Zehenspitzen. Aber ich habe hier Landpose. Genau. Ist halt die Landpose. Soll es zwar groß machen, aber nicht mit den Zehenspitzen. Wird schon besser, aber man achte mal auf die Hacken. Jetzt hat er schon so ein bisschen, er ist schon ein bisschen in Startposition. Ah, eigentlich will er. Aber ja, ich will wieder hochgehen. Echt, wirklich. Wird schon besser. Das macht
eben die Erfahrung, weil die, das ist die, wo ich mich auch wohlfühle, weil und das üben. Genauso bei der Übungsausführung von den Trainingsübungen. Übung macht der Meister. Genauso beim Posen. Wer das nicht beherrscht, sieht aus wie ein Krüppel. Ja. Gerade auf der Bühne. Du hast ja schon ein Ziel gehabt. Sind wir wieder. Ich habe mir diese Woche sehr viel Zeit gelassen mit dem Video. Wir haben heute schon Samstag, das Video kommt morgen online. Wir haben zudem Gäste gerade hier. Seichen filmt, er ist der Erste, Charlie der Zweite. Kennt jeder aber vermutlich. Ja, Kampfansage, müsst ihr mal nachschauen. Ich blende euch das gerne mal ein, beziehungsweise verlinke euch das unten in der Videobeschreibung. Herrlicher Kerl, der vor gut dreiviertel Jahr, meine ich mittlerweile her, eine harte Tragödie hinter sich hatte und ein Riesenpumper war und sein Herz immer noch an der richtigen Stelle trägt. Und das ist das Wichtigste im Leben, egal was geschehen mag. Ja, aber das nur kurz am Rande und ganz wichtig, wir haben zwei Kameramänner heute am Start und wir haben Marcello und Ben Gaines da. Das sind unsere Köche, die Road to Glory by Gaines Page pflegen, hegen und die extremst krassen Rezepte raushauen, ja. Also wer da ein bisschen mehr Schmackes haben will, der guckt natürlich erstmal auf die Road to Glory by Gaines Page. Epische Seite, wächst auch tierisch schnell und mein Ziel muss es da sein und das wäre jetzt auch, dass wir dieses Jahr noch die deutschsprachig größte Facebook-Fitness-Rezepte-Page auf dem Markt haben. Ich hoffe, da gibt es nicht so große. Ansonsten habe ich ein Problem. Im Übrigen, ich habe heute die 400.000 Follower auf Facebook geknackt. Da gilt auch nochmal euch da draußen herzlicher Dank. Ohne euch wäre das eben nicht möglich. So, jetzt genug sentimentale Geflöße. Jetzt gehen wir mal auf meinen Ernährungsplan ein, der sich ab der kommenden Woche im Übrigen endet. Denn, ja, 4 Wochen sind schon rum. Morgen ist der letzte No-Carb-Tag. Und viele haben mich gefragt, Jill, warum nimmst du denn den fettarmen Käse? Du musst doch Fette zu dir nehmen. Oder warum haust du nicht mal so ein Schweinekotelett rein? Das hat ja auch ordentlich Fett, ja? Ich versuche meine Fette weitestgehend, erst muss ich dazu fügen, dass ich zwischen 40% und 50% meines Bedarfs, ne, also im Defizit natürlich, das heißt, geht davon aus, ich esse 3000 Kalorien, 1500 davon nehme ich per Fette auf. Und die Fette sind primär Eier, also tierische in dem Falle. Dazu zählt auch Rind, ne? Also ich esse gerne Steaks, 2, 3, manchmal sogar 4-mal die Woche am Abend gönne ich mir so ein Steak und wir wissen alle, dass Steak natürlich auch einen schönen, leckeren Fettrand hat und den schneide ich generell ab. Also erst nach dem Braten, behaltet den Fettrand auf jeden Fall vor dem Braten dran. Man sagt, und ich meine, es ist auch so, dass es dann nicht ganz so trocken macht, das Fleisch. Auf jeden Fall gelingt's und darum geht's. Und Nüsse, ganz, ganz wichtig, ich esse voll viele Nüsse im Moment, knapp 150 Gramm am Tag und tja, das geht ganz schön ins Geld, aber ich liebe Nüsse und man, das Geile ist, es gibt da so einen Shop, da kannst du dir deine Nussmixe zusammenstellen, will ich an der Stelle auf jeden Fall mal erwähnt haben, das sieht dann ganz so, das Ganze sieht dann so aus. Hier habe ich zum Beispiel Moody's Liebling, zusammengestellt aus Kokoschips, Kürbiskerne, Pekannüsse und Macadamios. Nicht vergessen, hier diese Kokoschips und Kürbiskerne haben auch einen gewissen Kohlenhydrateanteil. Deswegen gehe ich hiermit wirklich sparsam um und nutze das auch generell zum Beispiel in meinen Reis am Ladetag. Aber hier, mein Nussmix ist im Übrigen der Anbieter, verlinke ich euch natürlich. Ganz, ganz edel, könnt ihr euch mal umschauen und eben eure eigene Mixe kreieren. Und wenn ihr Bock auf meine Mixe habt, guck mal, die haben es wirklich Road to Glory genannt. Das ist so fett, also ich finde es einfach nur krank. Da drin sind Erdnüsse, Cashews und Haselnüsse. Da pude ich mir auch meistens die Cashews raus, weil es die geilsten sind. Aber die wiegen natürlich auch entsprechend, da müsst ihr wirklich aufpassen. Denkt dran, 1 Gramm Fett sind 9,3 oder fast 9,4 Gramm oder 9,1, auf jeden Fall über 9 Kalorien. Da müsst ihr aufpassen, ne? 1 Gramm und so ein Macadamia-Nuss kann mal eben 3, 4, 5 Gramm wiegen. Und denkt dran, wenn ihr da so eine Handvoll habt, das ist schon eine Menge. Also achtet da auch wirklich drauf, wenn ihr wirklich noch nicht so lange trainiert, beziehungsweise nicht so schwer seid. Ja, wenn euer Kalorienumsatz, wenn ihr auch eher primär sitzt und nicht wirklich aktiv seid, dann passt da wirklich mit auf,
dass ihr nicht zu viele Kalorien tankt. Deswegen eignen sich die Fitness-Tracker. Und das ist ja das nächste Thema für euch. Ich wollte euch das Garmin HR vorstellen. Das tue ich, denn ab der nächsten Woche ändert sich meine Diätform. Und da geht es tatsächlich wieder nicht nur nach Fette, nicht nur nach Proteine, sondern auch nach Carbs. Ich habe nämlich 3 unterschiedliche Tage dann. Dazu dann in der nächsten Ausgabe natürlich mehr. Ich würde mal sagen, wir wandern mal rüber und überraschen. Denn die sind natürlich am Kochen. Eigenständiges Video an der Stelle. Wir waren eben noch schön pumpen, ne, Zeichen? War herrlich. Schön Brust trainiert. Genau, da haben wir die Titten gehittet, haben noch ein Elektroskop für euch weggedreht. Auch das ein eigenständiges Video mit der Gym-Action. Und wie gesagt, wir haben 2 Kameramänner jetzt am Start gehabt. Alter, der hat auch die GH4, dieselbe Kamera, die wir auch haben, aber er weiß sie zu bedienen. Ja. Er weiß sie einfach zu bedienen und das können wir eben nicht. Und dann gucke ich mir so Aufnahmen von der. Ich so, wie hast du das denn jetzt mit dieser Slow Motion gemacht? Hast du das eingestellt? Nö, so film ich. Wusste ich gar nicht. Da sind sie, guck mal. Richtig Angeber. Ja, hier. Schaut mal, die basteln gerade ein eigenes Brötchen, beziehungsweise 2 davon. Ich will ja nicht euch in die Parade fahren beim Filmen, deswegen mache ich mal so mit einer Kappe über die Schulter. Übrigens, so ähnlich hat mein Sherlock gestern meinen Arsch verwöhnt. So. Ja, du hast aber manchmal noch ein bisschen gespielt. So. Denk dran, das Niveau ist bei Jilgos so. Fibo hier oben. Ne? Sorry, nächstes heißt das, live. Das genau, nächstes heißt live. Lass uns wieder ansprechen, wir verbiegen uns wieder rüber. Ja, was gibt's noch? Hier sind noch ein paar meiner Gangs, die abgepackten. Neulich habe ich mich beschwert, dass ich kein Casein mehr im Haus habe. Das habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen und das nachbestellt. Das darf ich im Moment nicht, deswegen steht es in der Ecke. Denn, ihr wisst, soll ich euch mal zeigen? Soll ich dir mal mein Favorite zeigen? Boah, ich habe einen neuen Favorite. Was ist mein neuer Favorite Zeit? Wie gut kennst du mich? Dein neuer Favorite bei den Isolaten? Ja. Oh wow, was, du hast mir bestimmt schon was gegeben davon. Nee, es ist so neu, dass ich es dir noch nicht gegeben habe. Ich habe 100 Pro erwähnt, was es ist. Marcello, was ist mein neuer Isoway-Favorit? Du hast die vorhin getestet. Total. Roasted Peanut. Alter, das ist so krank. Für ein Isolat. Isolat ist immer so wasserbasisch. Ne? Lemon Cake beispielsweise würde ich nicht empfehlen als Isolat. Fand ich sehr, ja, auch in Wasser gelöst. So trinke ich nun mal die Shakes im Moment. Einfach nur fad und so zitronig Kuchen als Wassergetränk fand ich jetzt nicht so geil, aber Roasted Peanuts. Ich kann es schwer empfehlen. Ja, ist episch. Hier haben wir sie im Übrigen drin. Hier auch noch Casein. Wie gesagt, die hier, da bedienen sich die Bäuche im Moment dran. Ich wiederum in der harten Diät achte wirklich jetzt auf jede Kalorien, auf jeden Proteingehalt und vor allem natürlich dann auch auf, entsprechend auf die Carbs und habe deswegen das Isolat, was letztlich Kohlenhydrate auf 100 Gramm 3,7 hat, also auf ein Shake 1,1, aber ich gönne mir ja 60 Gramm pro Shake. Auch das habe ich noch nicht, doch, das habe ich bestimmt schon mal erwähnt gehabt. Also, Fettquellen habe ich erwähnt. Ab und zu nehme ich natürlich Leitkäse, solche Produkte auch, aber ich achte wirklich primär darauf, dass ich auch vielfettigen Fisch esse. Achtet wirklich auf die Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren. Deswegen habe ich auch unter anderem Omega-3s und CLAs als Fettquellen natürlich auch noch als Supplement drin. Primär am Abend, weil ich finde diesen... Kennt ihr das, wenn man so von Fischöl aufstößt, dass auf einmal euch so vorkommt, als ob ihr gerade einen Lachs auskotzt? Jetzt zappelt nochmal. Super eklig. Und bei CLA habe ich den Eindruck, Arti findet das nicht schlimm. Ich finde das total räudig. Das schmeckt so ein bisschen seifig. Und das ist der Grund für, warum ich sowas, hier vielleicht der Tipp, nämlich lieber die dreifache Menge, die ich normalerweise über den Tag verteilt nehmen sollte, am Abend trink was, penne, wenn ich dann aufstoße. Hat Arti Spaß, aber ich nicht. Also in der nächsten Ausgabe wartet auf euch das angesprochene neue Ernährungsplansystem. Das ist wirklich ein System dadurch, dass wir 3 unterschiedliche Tage haben und so viel vorweg, ich darf sonntags einen Cheat meiner Wahl haben. Und dass er sowas sei gesagt hat, ich habe natürlich so geschrieben, Cheat meiner Wahl und dann so ein Herzchen und sowas. Dann sagt er, ich hätte jetzt gedacht, dass du dir gar nicht mit so einem Cheat im Reinen wärst, dass du es gar nicht mit deinem Gewissen vereinbaren kannst, ne? Ja. Yeah. Weil ich da ja wirklich immer so eisern bin. Ich sage nur Cheat-Mail und dachte mir so, was ist daran jetzt falsch? Ich könnte vieles kommentieren, aber ich sehe Cheat-Mail in der Auflistung. Ja, ich bin auch absolut kein Fan von, aber es heißt, man soll den Stoffwechsel ankurbeln und... Aber bringt das einen Cheat-Mail? Ist es nicht nur... Ich naja, aber so ein Cheat-Meal, wenn du so eine 26er Pizza, hat er als Beispiel aufgeführt, der liebe Murat, die reindrückst, die hat doch safe, je nachdem wie du sie belegst, aber 1.500 Minimum, oder, an Kalorien? Ja, wenn du den Käse drauflegst, ja, ne? Ja, ich weiß halt, so eine Tiefkühlpizza zum Beispiel, sag ich mal, ne? Tiefkühlpizza, Restaurante, sind vielleicht 800, 900, genau. Salami, so ein Shit. Aber die sind ja auch nicht so fett belegt, wie beispielsweise, wenn du jetzt eine zu Joey's, Smileys oder wie sie nicht alle heißen, ne? Stimmt, vor allem weniger Teig. Ja, viel mehr Belag. Ja, ja. Ich bin ja auch gerne so einer, der wirklich bam, nochmal extra Wurst oder Hähnchenbrust oder sowas raufballert. Liebe ich. Aber man könnte sie verfeinern dann noch mit Soßen. Wobei ein richtiger Italiener sagen würde, man isst gar eine Pizza mit Soße. Diese scheiß Idee kommt wahrscheinlich aus Amerika, aber ich feiere sie.
Barbecue-Soße dazu, oder? Ja, genau. Ja, auch ganz viele Pizzen mit Soße Hollandaise oder Currysoße. Finde ich voll geil. Ja. Ey, ich bin auf Diät, Mann. Ich darf nie über so eine Scheiße reden. Ja, vorhin schon. Ansonsten. Wir haben vorhin auch Rage-Hotdog gesehen. Ansonsten werde ich in dem Moment mal ein paar Bilder einblenden, denn die letzten Posing-Bilder, die ihr gesehen habt, die sind schon wieder ein paar Tage alt. Und in einer Diät ist das nun mal so, dass morgen schon wieder ganz anders aussehen kann als heute. Also ich wache im Moment jeden Morgen aufs Neue und denke mir so, krass. Also man sieht Unterschiede. Und wo man noch einen Unterschied sieht, ich habe mich rasiert heute und dann sieht man natürlich unterm Fell erst, was überhaupt da zum Hauptaugenmerk kommt. Ja, ja. Na? Und ich kann es ja vielleicht mal zumindest so machen. Schaut mal her bei euch. Also der Kaffer ist wieder gesunken. Das ist der jetzige Stand. Ich blende mal auch in dem Moment gerne ein, zwei Fotos ein, so aktuelle Updates. Einmal von Instagram haben wir heute eins gemacht gehabt und einmal auf Facebook, auch die sehr, sehr gut ankommen. Also auch hier nochmal herzlichen Dank an euch für euren Support, denn das ist schließlich kein Mord. So, zudem habe ich euch versprochen, dass wir nochmal auf unseren Trainingsplan im Detail zu sprechen kommen. Ich habe ja erwähnt, einen Fünfer-Split haben wir am Start. Es gibt im Übrigen ab dieser Woche keine Rest-Days mehr. Rest-Days sind für mich jetzt Cardio-Tage und nicht vergessen, Cardio-Tage sind keine Rest-Days. Deswegen sage ich nicht mehr Rest-Day dazu. Cardio und Bauch. Letztes Jahr zur FIBO habe ich absolut wirklich, wirklich, wirklich keinen Bauch trainiert und jetzt möchte ich mindestens einmal die Woche, das habe ich diese Woche schon geschafft, Bauch trainiert haben. Das habe ich mit Stefan gemacht. Ja, unserem kleinen Fetti. Ja, der kann ein bisschen weniger Bauch gebrauchen, glaube ich. Ja, Mann. Nein, denkt dran, das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis für euch. Bauchtraining baut keine Bauchmuskeln auf, beziehungsweise verbrennt kein Fett. Das heißt, wenn ihr eine Plauze habt, wenn ihr einen Körperfettanteil von 22% habt, habt ihr vielleicht darunter eine richtig krasse, ausgeprägte, starke Schicht an Bauchmuskeln oder Chormuskulatur. Aber sie ist einfach nicht sichtbar. Also euer Körperfett wiederum verhindert eben das optische Erscheinungsbild. Und deswegen ist die Zauberformel richtiges Essen, sprich eine gute Diät, eine gut durchdachte Diät. Und das ist ja der Grund, für warum ich diese Videoreihe für euch mache, damit ihr nicht wahllos in eine Diät zieht, 1000 Kalorien im Defizit lebt und dabei zugucken könnt, wie eure Muskeln schwinden. Das ist der Grund, für warum ich auch diese anabole Diät die ersten 4 Wochen jetzt euch im Detail erklärt habe, um eben aufzuzeigen, Jungs, ihr braucht diese Fette unbedingt. Und ich wiederum bin da ein bisschen Bro-Science und sage, ich versuche sie wirklich weitestgehend sauber aufzunehmen. Eben anhand von Nüssen. Ich muss mir da keinen fetten Cheddar-Cheese reinhauen oder sowas. Ja? Training. Also keine Rest-Days mehr, sondern jetzt Cardio. Fange ich an mit moderat 20 bis 30 Minuten. Und dann peu à peu, sprich Woche für Woche, gehe ich ein bisschen härter ran. Sodass ich dann ab der nächsten, eventuell übernächsten Woche, dann ins Hit-Cardio übergehe. Aber ich muss sagen, man darf nie zufrieden sein, ne? Aber es läuft erstaunlich gut, muss ich sagen. Ich bin schon sehr, sehr, sehr weit. Das war ja das Ziel von Murat. Wir setzen ihn jetzt in ein Defizit, wo er wirklich tak, tak, tak Gas gibt und wirklich die harte oder härteste Zeit der Diät durchlebt. Und die habe ich jetzt hinter mir und ich fand sie ehrlich gesagt nicht so schlimm. Das Schlimmste daran war die erste Woche. Hier und da muss ich wirklich erwähnt haben, das ist ein gutes Thema, dass man wirklich Rage schiebt. Ne? Also man ist sehr, sehr, sehr empfindlich. Man reagiert oftmals, ja, aggressiv oder undurchdacht. Ne? Das musst du auch Zeichen schon abbekommen. Also die wissen auch, mich in diesen Momenten dann nicht auf die Palme zu bringen, sondern die wissen in der Regel, wie man da mit mir umzugehen hat. Das ist so ein richtig lästiger Hintergrund. Aber ich bin froh drum, diesen jetzt hinter mir zu haben, denn es kommen jetzt, wie gesagt, Kohlenhydrate rein. Das wird interessant, das wird spannend. Somit kommen wir jetzt nochmal kurz zum Vorausblick. Was erwartet euch in der nächsten Ausgabe? Vorausblick, ich gönne mir wieder jetzt eine Woche, es soll schließlich was zwischen den ganzen Ebenen passieren und versuche wirklich dann wieder tagtäglich drauf zu halten, nicht so faul wie in dieser Woche, dass ich auf den Samstagabend hier, wo die ganzen Boys am Start sind, das Outro für euch wegdrehe, was wiederum länger wird als erwartet, aber ihr kennt mich ja. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen, denn es erwartet euch in der folgenden Ausgabe der versprochene Tests meines Garmin VivoSmart HR, ja, also diesen Fitness-Tracker und den eben als Pendant, da wurde mir gesagt, Bodymedia hätte eine Software ja draußen, die wiederum, hat einer in den Comments geschrieben, wäre auch nicht ganz legal, also es ist wirklich eigene Programmierung, demnach habe ich mich da nicht rangetraut und vor allem auch schon gar nicht, irgendwie will ich großartig darüber das Teil dann oder vielmehr die Software in die Kamera halten und deswegen unterlasse ich das lieber nicht, dass ich damit jemand schade, korrigiert bin, wenn ich falsch liege, dann hole ich mir natürlich eine Legit-Version. Ne? Ich möchte nämlich schließlich beide nebeneinander für euch vergleichen. Das soll eben extrem interessant sein und spannend sein. Und da bin ich gespannt, welcher genauer ist. Naja, was heißt genauer ist? Beziehungsweise, wo ich weiß, welcher eher hinkommen mag. Ja? Wenn ich sehe, dass ich pro
Cardio-Einheit 50 Kalorien verbrannt hat, da kann da irgendwas nicht stimmen. Also da achte ich dann penibel drauf, sofern das eben möglich ist, dass ich sie vergleiche. Dann erwartet euch der neue Ernährungsplan, der ab Montag losgehen mag. Und wir filmen definitiv die ein oder andere Session für euch ab. Es wird vielleicht noch ein bisschen Posing geben, das übe ich natürlich nach wie vor. Und es wird besser. Also ich entwickle wirklich da so ein kleines Händchen, wird zu viel gesagt, sieht immer noch wie Kraut und Rüben aus. Aber als Pendant dazu, was ich bereits für euch abgedreht habe, was ihr am Anfang des Videos gesehen habt, entwickelt sich's langsam, ne? Also man lernt nie aus, ich hoffe ihr auch. Und ich hoffe ihr hattet Spaß. Schaltet auch beim nächsten Mal ein, wenn es wieder heißt Jill Goes FIBO in Ausgabe Nummer 4. Haut ihr rein. Und Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns. Auf deinem Weg werden dir viel mehr erzählen, dass du etwas nicht kannst, nicht schaffst oder es falsch machst.